Ja, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Es geht zur Festungsverteidigung. Gut, dass du es rechtzeitig geschafft hast, General. Schätze, wir werden gleich erleben, ob die neuen Minutemen der Herausforderung gewachsen sind. Eine Menge dieser Krähendinger des Instituts haben in der Gegend rumgeschnüffelt. Scheint, als wolle das Institut uns ausschalten. Wir haben Freiwillige einberufen, wir haben also genug Leute. Mal sehen, wie sich die Grünschnäbel im Kampf schlagen. Aber unsere Verteidigungsanlagen könnten noch etwas verstärkt werden, solange es noch geht. Ich hoffe, es sind nicht zu viele von denen. Verteidigungsanlage. Wir gucken mal in der Waffenkammer. Was wir an Munition einsammeln können. Da ist eine Fatman, aber die habe ich, glaube ich, noch im Inventar. Ah, muss mal kurz das Mikro hochklappen, man muss mal husten. Tesla-Bogen. Achso, da wurde das Ding in. Das sind fertige Verteidigungsdinger und ich habe die gerade zerlegt. Was liegt denn hier? Die nehmen wir mal mit. Das wollte ich eigentlich nicht. Tipp, tipp, tipp. Was liegt denn hier noch rum? Bum, 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 bum. Splitterminen. Stealth Boy. Oh, weiß ich nicht, ob ich den brauche. Warte, die Rauchgranate, das ist schon gut. Da wir die Waffenkammer zurückhaben. Was wolltest du sagen? So, ich muss mal ganz was kurz gucken. Steuerung. Was mir nicht so gefällt. Das Problem ist, da liegen so ein paar Sachen, aber da muss ich in die Werkstatt umschalten. Und das kann ich im Moment nicht. Werkstatt umschalten. Ist Maus 3. Was ist ein Maus 3? Das mittlere Mausrad. Hat er aber nicht gemacht, der Vogel. Na. Nee, macht er nicht. Dann müssen wir das mal kurz ändern, weil ich möchte nämlich nicht bis zur Werkstatt laufen. So, man dann F-Tasten frei, F1. Doch jetzt. Ah. Vielleicht hätte auch mit dem Mausrad funktioniert, aber ich habe wahrscheinlich nicht so lange drauf gedrückt. So, den einen hauen wir mal hier hin. Das Problem ist, ich brauche jetzt noch Strom irgendwie. Das muss jetzt ein bisschen flinker gehen. Nee, das ist falsch. Was sind wir denn hier? War dann nicht irgendwo? Da müssen wir hin. Machen wir da einen hin. Oh, scheiße, jetzt fehlt mir... Hm.
klappt es. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Das funktioniert ja super. Einmal. Dann noch so ein Ding. Für eins lang drücken. Okay. Ja, wir werden die wahrscheinlich alle irgendwo in der Nähe postieren müssen. Langt der Strom überhaupt? Wie viel Strom haben wir denn überhaupt? Hier ist Radio Freedom. Es ist 10 Uhr. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Der produziert nämlich nur 10. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im Gesamt. Wollen wir einen kleinen noch bauen? Wir brauchen Kupfer. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Kupfer, 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 ganz schnell. Sonst beeilen, ey. Ich vermute nämlich, die werden nämlich gleich hier auftauchen. Irgendwo gab es hier Kupfer. Kupfer hinzugefügt, okay. Den tragen wir auch noch raus. Halt. Raustragen. Abzuhören Musik, ey. So, dann braucht man Energie, den kleinen. Produziert aber nur 3. Hier ist Radio Freedom mit einem aktuellen Bericht aus der Burg. So, sie kommen. Was nehmen wir denn? Gatling Laser? So, Rauchgranate. Die ist nix. Die kann man eigentlich auch wegwerfen. Die werde ich sowieso nicht verwenden. Ich nehme die rechtmäßige Herrschaft erst dann mal. Wir haben noch ein paar Splitterminen. Die werde ich nämlich auch noch verteilen. Die hauen wir mal weg. Sicher, dass wir das nicht noch brauchen? Aber für mich sieht es nicht nach Schrott aus. Angreifer nähern sich aus dem Nordwesten. Geh da weg. So. Dann, was haben wir denn noch hier? Splittergranaten, Vertibird-Signalgranate, Leuchtpistole, Plasmagranate, Plasmamine. Hinten ist nämlich auch ein Eingang. Den ist nämlich auch nicht gesichert. Mach das Loch zu. Kurz über. So. So, die ersten, die hat schon da zerlegt. Wenn wir da unterstützend einwirken. So, jetzt wieder zurück. Können die eigentlich von der Seite auch noch kommen? Da nicht auch nur so eine Öffnung. Das war die Plasmamine. Zehn 10% abgeschlossen.
Ich möchte jetzt noch eine Impulsmine legen. Oh, da ist einer mit... Nee, das nicht. Da ist einer. Ein Runner. Oh, Mist, ey. Geht da zurück, ey. Was rennt denn hier auch davor, ey? Da wird von links geschossen, oder? Ja. Wieso ist denn das Loch da hinten schon wieder offen? Wer ist teleportiert? Ich brauche jetzt mal was mit Wumms. Ja, kurz mal hier klären, was da los ist. Was mir ein bisschen stört ist, dass wenn man das Türchen zumacht, dass sie ja einfach so reinspazieren können. Oh, da oben ist auch noch einer, ey. Hui! Der ist geflogen. Was hat denn der vor? Geh weg! Viech! Ey, die sind ganz schön heftig, ey. Komm. So, und zwischendurch setzen wir uns mal eine Stimpack, sonst geht es nämlich hier gleich zu Ende. 40% verteidigt, ey. Da ist ein Unsichtbarer, oder? So ein Stealth-Code. Ne, das war noch immer ein, hä? Und der? Oh, ich habe keine Munition mehr. Sollen wir den Dicken nehmen? Gatling haben wir noch. Die hat aber keine Durchschlagskraft. Impulsgranaten haben wir noch. Spielt da Vertipol-Signal. Was bringt denn eigentlich so eine Vertipol-Signal? Gucken, vielleicht kommt die Stelle einer Bruderschaft. Das wäre der Hammer, aber ich glaube, dass es funktionieren wird. Die hat einen hohen Schadenswert, aber wir haben nur noch... Halt. Naja. Es braucht schon mehr als das, um zu kennen. Keine Munition. Wieso habe ich so wenig Munition plötzlich?
Oh, ich habe immer noch diese blöden Vertibird-Signalkanal in der Hand. Schaut nicht gut aus. Vor allem geht mir die Munition langsam zu Ende. Komm. Der macht so gut wie keine Treffer mit dem Ding. Oh, auch leer. Jetzt wird's aber langsam wirklich blöd. Grüß Gott. So, dann haben wir... Ups. Ja, Plasmagranate. Mit dem Weg rumlaufen, Mädle. Oh, da drüben ist noch so ein Zünd. Das heißt, ich habe schon so einen Abschaum mit dich erledigt, da bist du noch mit einer Rassel um Weihnachtsbaum gelaufen. So ist das. Ich wollte Stimpak einnehmen. Ich muss mal gucken, weil ich kann ja die ganzen Fusionskerne für die Gatling verbrauchen, sonst wird es so ein blöd. Ja, was wird das jetzt? Ja. Das war haarscharf. Ey, schon wieder so ein blöder... Geh da raus! Ich bräuchte noch ein bisschen Support hier. Ich bräuchte noch ein bisschen Support. Oh. Schaut nicht gut aus. So. Ja.
Wohin der Vogel? Der hinter mir? Oh, scheiße Sackgasse, oder? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Den Gegner aus dem Blick verloren. Ja, die sind auch fort. Wir haben sie alle pulverisiert, würde ich mal sagen. Gucken wir mal. Meine Ausrüstung ist ganz schön angeschlagen. Hui, das war aber ganz schön schwierig, ey. Hört zu, Frischlinge. Das Institut dachte, es könnte uns rumschubsen, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Nächstes Mal werden wir den Kampf zu ihnen bringen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Vielleicht fragt ihr euch, warum ihr überlebt habt und eure Freunde nicht. Die Antwort auf diese Frage übersteigt meine Gehaltsstufe. Ich kann nur sagen, es ist an uns, dafür zu sorgen, dass diese Opfer einen Sinn haben. Aber wir haben keine Zeit, unsere Verluste zu betrauern oder unseren Sieg zu feiern. Wir sind die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit für den nächsten Kampf sein. Also zurück an die Arbeit, Leute. Das Institut wird sich die Sache zweimal überlegen, bevor es sich erneut mit den Minutemen anlegt. Ich habe gehört, dass du nach einem Weg suchst, diese Ratten direkt anzugreifen. Ich hoffe, du hast bald Erfolg damit. Ich würde mich gern nochmal mit ihnen anlegen. Dann würden wir ihnen richtig in den Hintern treten. Ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Vielleicht hat er ein paar gute Neuigkeiten. Uiuiui. So. Drüben ist Preston. Es ist an der Zeit, dass wir das Institut direkt angreifen. Ich habe ein paar gute Neuigkeiten für dich. Sturges hat einen Weg ins Institut gefunden. Wir können mit dem Angriff beginnen, sobald du den Befehl dazu gibst. Und was ist das für ein geheimer Weg? Er hat die Daten analysiert, die du mitgebracht hast. Da war auch eine Karte des gesamten Gebäudekomplexes dabei. Er hat einen alten Tunnel gefunden, der noch zur Oberfläche führt. Kühlwasser für den Reaktor. Ich schätze, dass du so reinkommst und den Teleporter sichern kannst. Dann können wir mit ihm unsere restlichen Truppen holen. Wir kämpfen uns zu ihrem Reaktor vor, platzieren eine Sprengladung und verschwinden wieder. Mir gefällt nicht, dass wir uns auf diesen Teleporter verlassen müssen. Mir auch nicht. Aber der Tunnel, den Sturges gefunden hat, eignet sich nicht, um einen ganzen Angriffstrupp reinzubringen. Der Zugang liegt unter Wasser. Die Details hat Sturges für dich. Ich sorge dafür, dass die Minutemen bereit sind, auf dein Signal ins Institut hinein teleportiert zu werden. Ja. Aber bevor es soweit ist, muss ich mich erstmal wieder neu ausrüsten.
meine Power Armor reparieren. Und wenn es dann wieder weitergeht, schalte ich euch wieder zu. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.